Herzlich willkommen bei Koch mit Hadi. Aller Anfang ist schwer, ich muss auch dieses Video nachsynchronisieren, denn irgendwie ist mal wieder der Ton ausgefallen. Was mache ich? Ich habe hier selbstgemachtes Baguette, will überbackenes Baguette machen, habe mir dafür Salat, Tomaten, einen Scamozza, Schinken zurechtgelegt, selbstgemachten Kräuterquark, Schalotten, Zwiebeln, Knoblauch und Avocado. Wie gehe ich das jetzt an? Das Baguette wäre am nächsten Tag nicht mehr so gut. Jetzt ist es noch einigermaßen frisch. Also geht's los, wie so häufig, mit Zwiebeln. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ich schneide die relativ fein. Ich wundere mich immer, dass das mit den Waschfingern so klappt. Und ab in ein Schälchen. Jetzt der Knoblauch, auch der wird fein geschält. Handtechnik, um ihn zu entpellen. Funktioniert super, finde ich. Das ist immer ein bisschen Fisselarbeit. Aber wie man sieht, funktioniert es. Jetzt noch ein bisschen hacken und auch den in ein Schälchen. Bei den Tomaten schneide ich den Strunk weg, der ist nicht tief gewachsen, das reicht völlig aus. Dann habe ich eine gute Auflagefläche. Ja, das Messer könnte ich mal wieder abziehen. Ein gutes Brotmesser sollte in keiner Küche fehlen. Ich teile das Baguette in zwei Hälften, schneide die auseinander. Voilà. Jetzt zu den Avocados, Drucktest, die fühlen sich gut an. Ich teile die in zwei Hälften. Dann lassen sie sich einfach öffnen. Sieht super aus. Kern raus. Jetzt nehme ich einen Esslöffel, damit geht es nach meiner Erfahrung am besten. Die Frucht auslösen. Nichts verschwenden, sehr lecker, sehr gesund. Jetzt schneide ich die auch in Streifen, da muss man einigermaßen vorsichtig sein, das ist fragil. Hardy, vorsichtig. Den Salat habe ich gewaschen, das ist Chicorée und Romana Salatherzen. Die teile ich auch relativ grob. Und jetzt geht's an den Scamozza, ein sogenannter Filata, ein Brühkäse aus Mittel-Süditalien, sehr, sehr lecker, schmilzt besser als Mozzarella, insofern genial als Überbackkäse, tolles Aroma. Den Schinken, den ich mir geschnitten habe, den brate ich an, damit er einfach ein bisschen mehr Geschmack entwickelt. Ja, die Pfanne habe ich jetzt langsam voll, es dampft. Ein bisschen wenden. Der soll einfach Farbe bekommen. Und jetzt geht es ans Baguette. Ich drücke das etwas platt, damit mehr Auflagefläche da ist. Gebe den selbstgemachten Quark drauf, verteile den schön, jetzt kommen die Zwiebeln drauf, dann die Avocado, vermutlich habe ich den Knoblauch auch schon drauf getan, aber es ist hier nicht gezeigt, jetzt belege ich mit Salat. Der muss natürlich nach unten, damit er nicht verbrennt. Darauf die Tomaten, jetzt salzen und pfeffern. Dann kommt der Schinken. Ich habe die Pfanne runtergestellt, insofern kann ich ihn anfassen, der ist noch heiß. Jetzt kommt der Scamozza drauf.
Das ist ein wirklich leckerer Käse. Wer den nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Und so schaut es dann im Ofen aus. Super lecker, super frisch. Als Frühstück, Mittagessen oder Abendessen oder als kleine Mahlzeit für den Hunger zwischendurch. Super lecker.